Charta für kranke Kinder gibt es schon seit 1988. Sie besteht aus 10 Artikeln, die beschreiben, welche Rechte Kinder während und nach einem Spitalaufenthalt haben. Auch die Kinderklinik Wildermet vom Spitalzentrum Biel setzt die Charta um. Die Liste ist verfasst worden, damit man den besonderen Bedürfnissen der Kinder und Familien in dieser schwierigen Situation besonders Rechnung trägt und gerecht wird. Entsprechend ist die systematische Umsetzung und Anwendung dieser Punkte der Charta für all unsere Mitarbeiter ein zentrales und übergeordnetes Anliegen für die Betreuung unserer Patienten. Unsere Bemühungen fangen aber eigentlich schon vor einem auffälligen Spitaleintritt an, indem ein Kind nur dann ins Spital aufgenommen werden soll, wenn die Untersuchung oder Behandlung nicht ambulant durchgeführt werden kann. So wie es der erste Artikel der Charta auch verlangt. Wenn ein Kind ins Spital muss, sorgen wir dafür, dass durch eine kinderfreundliche Umgebung, z.B. mit der Wahl von Farben, von Dekorationen, aber auch von alters- und kindergerechtem Spielzeug oder Beschäftigungsmöglichkeiten, eine entsprechende Umgebung geschafft wird. Die Umsetzung der Kinderrechte im Spital und die Schaffung einer familienorientierten Umgebung und Betreuung bei uns in der Kinderklinik waren ein wichtiger Bestandteil für das Qualitätszertifikat, das das Spitalzentrum Biel im 2015 von der Stiftung Sanazert hat erteilt bekommen. Bei der Aufnahme eines Kindes ins Krankenhaus soll allen Eltern die Mitaufnahme angeboten werden. Sie sollen ermutigt und es soll ihnen Hilfe angeboten werden, damit sie beim Kind bleiben können. Wenn ein Kind ins Spital kommt, muss es auch Platz für die Eltern haben. Sie können rund um die Uhr bei ihrem Kind bleiben. Das heisst konkret, wir stellen ihnen ein Liegebett zur Verfügung, wo sie darauf schlafen können. Sie haben auch die Möglichkeit, hier Essen zu bestellen, sodass sie wirklich beim Kind bleiben können. Es ist für das Kind sehr wichtig, dass es eine vertraute Person um sich hat, wenn es schon krank ist, wenn es in einer fremden Umgebung ist. Und es ist auch für die Eltern wichtig, dass sie sehen, was wir mit dem Kind machen, dass sie mitentscheiden können, dass sie einbezogen werden in Entscheidungen, dass sie vielleicht auch Therapien lernen. Und es gibt beiden Seiten einfach Sicherheit. Zanna Dubach ist die Mami der Zwillinge Nilo und Jonna. Sie ist hier in der Kinderklinik Wildermet, weil ihre Tochter krank ist. Hier ist unser Zimmer, das wir in der Klinik hatten. Und das Mädchen ist davor gelegen. Das ist auch mit dem Monitor überwacht worden. Und mein Glück war, dass mein Bett jetzt direkt nebendran war. So konnte ich auch immer in der Nacht aufstehen, wenn etwas war oder wenn sie gebrüllt hat. Und wenn sie sich allein gefühlt hat. Und mein Glück war, dass sie ihren Brüder nebendran legen konnte. Er hat hier so geschlafen. Und so sind wir alle benannt, so wie man es von daheim her auch kennt. Und es haben eigentlich alle immer gut geschlafen, die 3 Tage. Kinder haben wie ihre Eltern das Recht, ihrem Alter und ihrem Verständnis entsprechend informiert zu werden. Es ist nicht immer einfach, einem Kind zu erklären, was es erwartet, ohne ihm Angst zu machen. Aber es ist wichtig, dass es versteht, was passiert. Wenn es zum Beispiel einen Gips bekommt, wie der kleine Alex hier, dann nimmt sich der Doktor Zeit zu erklären, was er macht. Zentral ist, dass man beim Kind ankündigt, was man macht. Dass man ihm es zeigt und dass man ihm das Möglichste so zeigt, dass es nicht weh hat. Also bei einem Gips zum Beispiel, bei den Beinen viel wichtiger, dass die den Armen zeigen, was ist die Position, die man vom Bein haben will, im Gips. Mit dem gesunden Bein und nachher geht man zum Kranken und erklärt ihm alles. Und nachher, dass man ihm das Gefühl gibt, es hat gleich noch etwas zu sagen, dass wir probieren, ihm eine Wahl zu lassen, dort, wo es geht. Es kann nicht herauslesen, ob es einen Gips will oder nicht. Aber es kann herauslesen, welche Farbe es will. So kleine Sachen, die machen etwas aus für die Kinder. Mami, macht's weh? Mhm. Willst du schon anlängen? Ja, Mann, nicht fest, gell? Wenn er den Gips wieder drauf nimmt, zeigt der Dr. Liniger dem Kind, dass es nicht Angst vor der kleinen Gipssage muss haben. Mit Kind kommuniziert er ganz anders als mit Erwachsenen. Wir müssen probieren, aus der Optik des Kindes Sachen zu erklären. Das heisst, das Kind kann jetzt im Alter von Alex nicht unbedingt viel anfangen, wenn ich sage, das geht 4 Wochen. Aber wenn ich weiss, sie hat zum Beispiel Skiferien, dann sage ich, der kommt vor der Skiferien weg. Dass es merkt, der versteht, in welcher Welt ich lebe, der begreift, wie ich denke, ohne dass das implizit ausgedrückt wird. Was
das Erklären von Krankheiten angeht, muss man verstehen, wenn das Kind von seinem magischen Denken rüberkommt zu einem Denken, das ein bisschen mehr versteht, was ein Körper ist, was Blut ist, was Knochen sind. Das ist sehr individuell und da muss man sich einfach am Entwicklungsstand des Kindes und am Alter des Kindes anpassen. Auch die jüngsten wie frühgeborene Kinder haben das Recht auf Kommunikation. Mit neugeborenen Kindern kann man nicht gleich reden wie mit den älteren Kindern. Wir tun Kinder, die Neugeborenen, auf eine Tätigkeit vorbereiten, indem wir sie berühren. Man macht die Initialberührung, häufig ist es auf die Stirn. Man legt die Hand auf die Stirn und macht eine Tätigkeit, wenn die fertig ist, legt man die Hand wieder auf die Stirn. So wie eine Klammer um die Tätigkeit herum. Was auch wichtig ist zu diesem Artikel 4, ist, dass gerade bei Frühgeborenen und kranken Neugeborenen auch ein Recht besteht auf das Filtern von der Information. Man kann sich vorstellen, Frühgeborene und kranke Neugeborene, dort geht es vor allem darum, dass man so auch schützt vor gewissen Informationen von der Umwelt. Es geht dort um Lärm, um Licht und so weiter. Also die Kinder sollen eine ruhige Umgebung haben, sollen in Nacht dunkel haben und auch durch eine Tagphase haben, wo sie wirklich Ruhe haben. Das gehört auch zu dem Recht auf Informationen, die dem Alter und Verständnis entsprechen. Kinder haben das Recht auf eine Umgebung, die ihrem Alter und ihrem Zustand entspricht und die ihnen umfangreiche Möglichkeiten zum Spielen, zur Erholung und Schulbildung gibt. Wenn ein Kind im Spital ist, muss es auch spielen und sich beschäftigen. Für das hat die Kinderklinik Wildermatt ein spezielles Atelier. Wenn sich die Kinder hier im Atelier beschäftigen können mit Spielen, dann nimmt ihnen das auch die Angst. Man kann auch mit ihnen nachher darüber reden oder man kann ihnen erzählen. Oder ich habe hier im Hintergrund so ein Plakat vom Mensch, wo alles drauf ist. Und dann können sie manchmal ein bisschen schauen, was sie dort alles erwartet und wie das aussieht. Und dann haben sie schon so ein Verständnis und das tut ihnen sehr gut. Kinder, die wie Amelia länger im Spital müssen bleiben, können hier auch ihre Hausaufgaben machen. Das Personal hilft ihnen dabei. Anna Schmitz verbringt aber nicht ihre ganze Zeit im Atelier. Ich gehe auch mit dem Angebot, das ich vom Atelier habe, kann ich ans Spitalbett gehen und ihnen die Sachen auch bringen. Also ich betreue auch Kinder am Spitalbett. Die Glöhne von Theodora Stiftung besuchen immer wieder die Kinder hier im Spital. Und dann gibt es etwas zu lachen. Kinder müssen mit Takt und Verständnis behandelt und ihre Intimsphäre muss jederzeit respektiert werden. Ein Kind ist immer ein Kind, auch wenn es krank ist. Seine Würde, seine Meinung und seine Bedürfnisse sind wichtig und natürlich seine Intimsphäre. Wir treffen Kinder und Erwachsene zunächst in der Kinderanästhesie-Sprechstunde. Dort geht es darum, dass wir das Problem verstehen, die Eltern ansprechen, die Kinder ansprechen und dann einen Weg aufzeigen, wie die Kinder mit den Eltern bis in den Schlaf begleitet werden. Nach dieser Phase, wo es um Wohlbefinden und Sicherheit geht, werden die Eltern herausgeleitet und wir werden dann ganz nur noch für die Sicherheit der Kinder sorgen müssen. Später treffen dann die Eltern die Kinder wieder im Aufwachraum. Das Spitalzentrum Biel will nicht nur die Charta für kranke Kinder umsetzen, sondern auch dafür sorgen, dass die Familie mit einem möglichst angenehmen Eindruck vom Spitalaufenthalt heimgeht. Für dass sie das können, ist uns wichtig, dass sie ihre Meinung sagen können. Also sprich, Kind, je nach dem Alter selber, kann die Meinung sagen, über was dass er zufrieden ist, was er im Spital erlebt hat oder wo dass er es erlebt hat, dass es nicht so gut war und dass es auch Vorschläge hat, was man besser hätte können machen. Das Gleiche nehmen wir auch von den Eltern auf, was für sie wichtig war. Und so können wir als Fachleute, als Kinderklinik alle zusammen lernen. Wir nehmen die auf, die Anregungen. Wir versuchen uns zu verbessern, dass wir nicht nur sagen, wir setzen die Kinder das Recht des Kindes um, sondern wir setzen alles daran, es wirklich auch zu leben und aufzunehmen, was für Kinder und Eltern und Geschwister wichtig sind.
Mit der Europäischen Charta für kranke Kinder setzt die Kinderklinik Wildermett das Wohl des Kindes ins Zentrum, während aber auch nach einem Spitalaufenthalt. Unabhängig davon, wie alt das Kind ist, woher es kommt und was es für eine Krankheit hat.